Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der französischen Variante der Blissim Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box ist eine Beauty Box, die eigentlich aus Frankreich kommt. Mittlerweile gibt es ja auch die deutsche Variante, die ich euch monatlich aufmachen darf. Und die hier aus Frankreich kostet 17,90 € pro Box und pro Monat, was ich relativ, in Relation zu der deutschen Variante mittlerweile ein bisschen viel finde, weil es 3 € mehr sind, aber ich bin halt irgendwie neugierig. Und ja, die deutsche Variante ist bislang aber auch echt ganz schön, also die hauen echt raus, muss man wirklich sagen. Deswegen kann es sehr gut sein, dass ich sehr bald dann auch das Abo von der französischen Blissim Box beenden werde. Genau, also, ja, die erscheint monatlich und wir haben jetzt hier die September-Variante, die jetzt nach der Sommerpause bei uns eingetroffen ist. Und ja, das Design ist das gleiche wie von der deutschen Variante. Dieses Mal haben wir eine Schubladenbox. Manchmal haben wir auch einfach irgendwie eine Tüte. Manchmal haben wir einfach einen Beutel. Manchmal haben wir eine Box. Das, also, ne, variiert halt sehr. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box hinein. Da war auch ein Produkt noch daneben, was einfach nicht reingepasst hat. gucken wir uns gleich an. Wir haben die Feelgood-Variante, genauso wie auch in der deutschen Variante. Und hier haben wir dann Blissim X Herbarium. Das ist auch hübsch. Flora, 17. Juni 2022, Le Charme de Vrai Herbier, keine Ahnung, also da weiß ich jetzt nicht, ob das einfach nur hübsch ist, ne? Weil als Karte kann man das jetzt auch nicht so weiterverwenden, weil da hinten ja was draufsteht, keine Ahnung. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box und normalerweise haben wir 5 Produkte, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir auch hier drin, genau, und normalerweise versuche ich das Heftchen zu übersetzen, aber es ist eigentlich das gleiche, was in dem Deutschen auch drin steht, oder? Un seul mot d'ordre pour la rentrée, prendre soin de soi avec une sélection de produits dont tout le monde parle. Also im Prinzip geht es wirklich darum, dass wir ja, jetzt wieder zurückkommen, ne? Also aus dem Urlaub kommen alle wieder zurück und ja. Ja, mit einer wunderschönen Auswahl. En septembre, Allier, Skincare et Home Care pour faire le plein d'énergie positive. Das heißt auf jeden Fall mit einer schönen Skincare und Homecare damit unterwegs sein, damit du halt wieder positive Energie tanken kannst. On vous donne nos meilleurs conseils pour adopter une routine de rentrée et des nouvelles habitudes qui vont vous changer la vie. Ja, ne, das soll alles lebensverändernd sein, Leute. Da müssen wir mal gucken, ob das wirklich lebensverändernd sein wird, was wir hier bekommen werden. Oubliez les bleus de rentrée en vous envoie une box remplie de bonbons. Ja, also die wollen uns auf jeden Fall den, also quasi, dass wir nicht in einen Blues verfallen, also dass man quasi positiv jetzt wieder zurückkommt, in den Alltag hineinhüpft und so. Und die Box soll uns auf jeden Fall dabei helfen. Ich glaube, so ähnlich stand es auch in der deutschen Variante drin. Mein Französisch ist echt eingerostet, ihr merkt das, ne? Wenn ich jetzt so aus dem Stand das durchlese und dann so grob übersetze, kriege ich nicht alles auf dem Schirm, aber so ab und an so ein bisschen was. So, normalerweise haben wir hier auch die Produkte aufgeführt mit Preisen und so weiter. Ich muss aber sagen, die sind hier gar nicht drin. Also online finde ich die auf jeden Fall. Und ja, ab Ende September, 29. glaube ich, sowohl auf der französischen als auch auf der deutschen Homepage wird der Adventskalender gelauncht. Das sind unterschiedliche, manche Produkte sind identisch, manche Produkte werden sich unterscheiden. Also das sieht man schon direkt bei der Sneak Peek, dass die bei beiden identisch ist. Mein Babyboy tritt mich die ganze Zeit und hat irgendwie total Freude daran, das zu machen und zu randalieren, während ich hier also Schätzelein, Mutti muss arbeiten. Ja, nein, ich liebe es ja. Ich mag das total gerne. Solange er wirklich einfach nur so ein bisschen rumtritt und nicht mir in der Rippen tritt oder nach unten hin tritt, alles gut. Ja, genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Auf der Homepage können wir auf jeden Fall die Produkte nochmal finden. Das finde ich auch ganz schön, weil die da halt in dem Kundenprofil noch immer aufgeführt sind, ne? Und man kann die über die französische Homepage auch zum Teil nachshoppen. Und ja, daraus werde ich euch die Preise dann rausholen. Also ich finde es komisch, dass es hier wirklich im Heftchen nicht drin steht. Super viele Limited Edition sind hier aufgeführt. Das haben die jetzt auch wohl ein bisschen überarbeitet, denn du kommst hier sofort mit QR-Codes überall halt total schnell bei. Und ja,
so, dies, das, Ananas und wie gesagt Adventskalender, werde ich mir den französischen und auch den deutschen organisieren, um einfach mal zu gucken, was da jetzt unterschiedlich sein wird. Wir starten einfach mal mit dem größten Produkt, was hier am Start ist, Galénique Paris Pur Eau Micellar Douceur, ein Gentle Micellenwasser. Visage Eyeux. Ey, das ist wirklich groß, Leute. Ne? Zum Reinigen 400 ml. Also das ist wirklich ein Ding. Da kommen sie ziemlich lange mit hin und das waren rein. Ich persönlich verwende kein Micellenreinigungswasser, weil ich einfach viel besser mit dem Double Cleansing so generell klarkomme. Also sprich mit Reinigungsbalm in Kombination mit später Reinigungsschaum oder sonst irgendwas. Dann verträgt meine Haut einfach am besten. Ne? Ich glaube, mittlerweile kann ich das halt auch echt ganz gut beurteilen, weil ich ja auch schon recht lange mich mit dem Thema Gesichtspflege und so beschäftige und fast jeden Tag halt auch so Fullface geschminkt bin, mich abschminke und so und mich durch einiges durchgetestet habe. Anfangs habe ich Micellenwasser verwendet und habe einfach dann gemerkt, dass es nicht meine Welt ist. Und man muss halt immer darauf achten, ob das ein Micellenwasser ist, was du abwaschen musst oder was du drauf lassen kannst. Ich persönlich würde Micellenwasser so oder so immer abwaschen, weil das ist das, was ich halt auch öfters mal gelesen habe, dass diese Micellen halt im besten Fall nicht auf der Haut verbleiben sollten. Warum auch immer. Keine Ahnung. Nagelt mich nicht drauf fest, aber würde ich halt immer empfehlen, wenn ich gefragt werde. Und ja, aber das ist echt ein Klopper. 400 ml Micellenwasser, ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann habe ich hier das nächste Produkt, das ist so ein Öl. Oh, Melvita Source de Rose. Milky Cleansing Oil. Guck mal, das ist ein Produkt, was ich gerne verwenden würde. 30 ml. Damit kann man dann den ersten Step machen. Ich glaube, du kannst auch das Micellenwasser dann im Double Cleansing verwenden, wenn du Micellenwasser verträgst. Ja. Und Rosen mag ich ja gerne leiden, ne? Sowas ist halt dann so eine Sache, das machst du dir so auf deine Finger am besten, damit die Körperwärme das auch so ein bisschen noch mit aktiviert, frag mich nicht, irgendwie halt, dass es auch an den Tauch kommt. Und dann gibst du dir das so über das Gesicht und massierst das vorsichtig über dein Gesicht drüber, über das Augen-Make-up und so. Und dann nimmst du dir ein bisschen Wasser, um das Ganze aufzuemulgieren. Dadurch wird es dann wahrscheinlich auch diese milchige Konsistenz annehmen, weil das hat es ja ganz offensichtlich noch nicht. Und dann kannst du dir das mit purem Wasser halt abwaschen. Und danach halt, um auch die letzten Ölreste und so noch runterzunehmen, würde ich persönlich halt einfach dann zu einem Reinigungsschaum, Reinigungsgel greifen. Einfach, weil es halt so meine Routine wäre. Ne? Aber ja, sieht auf jeden Fall soweit so gut aus. Finde ich schön, wird auf jeden Fall in Anwendung genommen. Und 30 ml ist wenig tatsächlich. Aber du brauchst erfahrungsgemäß von solchen Produkten echt nicht viel. So, weiter geht's erstmal noch mit ein bisschen Pflege. Und zwar von Schwarzkopf. Bonacure Moisture Kick Treatment Glycerol. Clean Performance von Normal to Dry Hair. Das ist eine Maske für die Haare. Okay, 30 ml haben wir hier drin enthalten. Und das lässt du in den Haaren und spülst es dann aus, glaube ich. Ne? Rinse steht hier hinten noch drauf, genau. Und ja, ist halt eine Haarmaske. Wie lange man das jetzt drauf lassen soll, steht jetzt hier tatsächlich gar nicht so drauf. Hier steht einfach nur ausspülen. Yay. Also So eine leichte Information, wie lange das drin bleiben sollte, wäre nicht verkehrt, aber ja, kann man dann auf der Homepage wahrscheinlich sich durchlesen. Ja, Haarmasken finde ich jetzt auch ganz gut, gebe ich mir so ab Ohrläppchen ein und dann ne, halt in die Längen und Spitzen rein. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Glycerol, also halt Glycerin quasi, ne, feuchtigkeitsspendend. Nicht schlecht. Also wir haben was zur Gesichtsreinigung und zur Haarpflege hier schon am Start. Dann voilà, habe ich ein Produkt für den Körper. Und zwar ein Moisturizing Body Balm mit 40 ml. 97% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Sowas finde ich immer schön, ein veganes Produkt. Weil die Blissinbox da halt auch ziemlich drauf achtet. Ne? Das ist ziemlich cool. Und hier haben wir dann einmal das Produkt. So schaut es aus. Und ja, sowas ist halt auch keine große Größe, aber so kann man das wenigstens mal ausprobieren. Oh, das riecht aber auch sehr, sehr angenehm. Sehr edel irgendwie, muss ich sagen. Also so vom ne, so blumig und oh, mag ich. Schöner Duft, definitiv. Und ja, das wird dann ausprobiert werden dürfen. Dann habe ich jetzt das letzte Produkt und das war ein Auswahlprodukt, denn das macht die Blissinbox ganz gerne, genauso wie auch die deutsche Variante, dass man die Möglichkeit hat, bei solchen dekorativen Kosmetikprodukten, wo es schwierig werden könnte, dass man halt eine Farbauswahl treffen kann. Und hier habe ich mir von Anastasia Beverly Hills den Browis ausgesucht in der Farbe Blond.
Und in der deutschen Variante habe ich mir nämlich die Farbe Taub ausgesucht. Einfach um zu schauen, welche Farbe jetzt tatsächlich besser passt. Weil dieses Blond sieht wirklich aus wie Babykotze. Oder? Man sieht's. Und ich finde einfach Blond, Bezeichnung, fies. Also ich bin blond. Ich bin definitiv blond. Das ist meine Naturhaarfarbe. Ne? Also die Lichter machen das jetzt vielleicht ein bisschen dunkler, aber ich bin halt so richtig goldblond. Vielleicht das ein oder andere graue Haar, was sich demnächst mal einschleichen wird, aber ist wie es ist, ist halt meine Natur. Und dann finde ich das immer sehr schwierig, wenn Hersteller von Augenbrauenprodukten, gerade Augenbrauen, das ist immer eine ganz schwierige Sache, wirklich blond draufschreiben, weil blond ist wirklich Geschmackssache oder Auslegungssache. Muss ich in meinem Full Face Beauty Boxen einfach mal ausprobieren, ne? Und ich werde das auch mal gegen den anderen auch antreten lassen und swatchen. Und dann werden wir uns das mal angucken. Weil wirklich, so aus dem eigenen Geldbeutel heraus, hätte ich mir natürlich nicht beide Farben gekauft. Ne? Da freut man sich einfach, wenn das in den Beautyboxen drin enthalten ist. Und man das so einfach austesten kann. Weil das ist eine Full-Size von einem dekorativen High-End-Kosmetikprodukt. Und sowas finde ich cool. Das ist einfach voll cool. Das ist der Grund, weswegen ich auf Beautyboxen so hart abfahre. Ihr Lieben, das hier war jetzt die französische Variante der Blissinbox im September 2022. Meine Frage ist jetzt, holt mich jetzt diese Box total zurück aus dieser ganzen Sommerurlaubsgeschichte? Ja, ich weiß nicht. Also es macht auf jeden Fall ein sauberes Gesicht, kräftige Haare, gepflegten Körper und schöne Augenbrauen. Aber also für mich ist es halt auch ein super schwieriges, aber auch schwammiges Motto. Dementsprechend weiß ich nicht. Also da hätte ich vielleicht eher drin erwartet, dass man da so einen Duft oder so mit dabei hat. Weil wie willst du sonst, keine Ahnung, jemanden aus seinem Urlaubsmut zurückholen? Ne? Klar, keine Maske drin enthalten, weil Maske steht für Entspannung und wir müssen jetzt eigentlich wieder Kette geben. Ich muss so viel zur Kette geben, weil ich bin im Endspurt meiner Schwangerschaft und werde jetzt ein bisschen was vorproduzieren, dass ihr dann, wenn ich im Wochenbett liege oder im Kreissaal, dass ihr trotzdem dann noch schön Content von mir bekommt. Ja, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der Blissinbox Frankreich September-Variante in die Kommentare rein. Ich fand sie jetzt nicht schlecht, ich fand sie gut, definitiv, aber ich finde, das Motto passt einfach überhaupt nicht zu. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch, ich kann überhaupt nicht mehr reden, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der ganzen Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.